dann freue ich mich, dass ihr alle hier seid und ich den Workshop quasi mit den Vorträgen eröffnen darf, dass ich den ersten Vortrag habe. Mein Thema heute ist Webseitentest mit Playwright. Zu meiner Person brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich habe mich ja eben schon kurz vorgestellt. Ja, ich bin quasi pearlservices.de. Ich habe noch einen Mitarbeiter. Wir machen alles Mögliche, was irgendwie mit Perl zu tun hat. Als Perl Academy machen wir ein paar Perl-Schulungen. Ich bin auch CPAN aktiv und ansonsten meine Interessen natürlich Perl und IT-Security. Ich studiere nebenbei noch IT-Security und Forensik. Von daher dann auch mein Oberstthema dann übermorgen. Hat damit zu tun. Ja, ich weiß, da ist ein Typo drin. Der Vortrag ist schon online, Roland. Unter talk.perlacademy.de sind die Folien zu finden. Wenn es irgendwo Code gibt, dann ist der eigentlich auch zu finden in einem GitHub, in einem GitLab-Instanz. Und ja. Genau. Webseitentest mit Playwright. Tests. Wir alle lieben Tests. Wir alle schreiben gerne Tests. Wir, ich glaube, jeder verbringt den halben Tag damit, Tests zu schreiben. Spaß beiseite. Ich glaube, keiner mag es wirklich, Tests zu schreiben. Ich glaube, die meisten lieben eher das Anwendungsentwicklung, also das Schreiben der Anwendung an sich. Und das Testen ist eher so, man macht es, weil es sein muss, aber manchmal ist es wirklich hilfreich. Es gibt verschiedene Arten von Tests, Unit-Tests, Integration-Tests und so weiter. Wir alle lieben es. Und ein ganz besonderes Thema ist dann natürlich irgendwie Web-Anwendungen. Die machen besonders viel Spaß, weil da gibt es ein paar Probleme oder ein paar Besonderheiten, die man dabei beachten muss. Eine absolute Mini-App mit Mojolicious geschrieben, die nichts mehr macht, als einfach irgendwie eine Startseite auszugeben. Das soll ja nur kurz demonstrieren, was man da so dann alles machen kann. Das ist einfach das HTML, was dann ausgegeben wird, also ist nichts Besonderes. Man hat da irgendwie ein bisschen CSS, hat dann den Body, eine Überschrift und mehr ist es gar nicht. Wenn man das startet und den Browser aufruft, dann sieht das so aus, ist also nichts Besonderes. Wir haben jetzt eine kleine Web-Anwendung. Ich habe ja gesagt, wir lieben alle Tests, also schreiben wir doch am besten mal irgendeinen Test, der testet, ob unsere Web-Anwendung auch tatsächlich so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Denn nichts ist blöder, als wenn man meint, man hat eine tolle Anwendung geschrieben, der Besucher besucht die Webseite und nichts funktioniert. Also schreiben wir doch mal einen kleinen Test. Mojolicious hat dann ein ganz nettes Testmodul, Testmojo. Macht dann mit Testmojo ein neues Objekt, was den Test angeht. Und kann dann darauf alle möglichen Methoden aufrufen. Also zum Beispiel GetOK ruft die Webseite auf, die Startseite. Prüft, dass der Status eben okay ist. Das gibt eine extra Funktion, dass man auch prüfen kann, ist der Status 200, weil GetOK könnte ja alles Mögliche sein, also alle 200er Status. Ja, genau. Wenn Status ist, kann ich das überprüfen. Text ist, H1 soll den Text Test enthalten. Funktioniert einwandfrei, wenn ich das ausführe. Ja, wunderbar, meine Webseite funktioniert, meine Webanwendung. Alle Tests sind fehlerfrei durchgelaufen, ist nur eine kleine Anwendung, reicht also dieser eine Test mit den zwei Prüfungen. Ja, also kann ich die Webseite ja loslassen auf die Menschheit und alles funktioniert. Ne? Also so wird es ja sein. Irgendwann kommt irgendjemand, der ändert irgendwas an der Webanwendung, macht eine kleine Änderung, ist nur eine Zeile, ja, funktioniert alles weiterhin, oder? Also hab nur diese eine Zeile geändert mit dem CSS. Ja. Webanwendung, Test läuft. Ich würde sagen, Webanwendung läuft, oder? Der Besucher, wenn er unsere Webseite besucht, wird alles wunderbar funktionieren, oder? Naja, oder auch nicht. Ja. Von daher muss man sich überlegen, die normalen Tests, wie wir sie schreiben, die funktionieren nicht immer. Also bei Webanwendungen gibt es da so ein paar Probleme oder ein paar Eigenheiten, was man da beachten sollte. Eine andere kleine Anwendung, die einfach so ein paar Radio-Buttons anzeigt und dann je nachdem, was man dort auswählt, da einfach eine Liste mit den Themen, quasi Agenda, unten einblendet. Ja, einwandfrei. Schreibe ich wieder einen Test. Wieder mit Testmojo, Testmore. Ich mache quasi ein neues Objekt mit Testmojo.
Lass mir mal testweise noch die URL ausgeben, damit ich sehe, auf was für ein Port das dann läuft, der Test. Ja, mein Test habe ich jetzt dann so geschrieben, dass es auch überprüft, wenn Playwright quasi ausgegeben wurde, ausgewählt wurde, dass dann quasi was mit Webseite auftaucht. Also wenn wir uns nochmal den Screenshot anschauen, dann bei Playwright taucht dann da entsprechend was mit Webseite auf. Genau das überprüfe ich einfach mit einer Testmojo-Methode. Wenn ich das, da habe ich es auch irgendwo drin. Genau, Content Like. Also ich rufe einfach die Startseite auf, Status ist 200. Ich prüfe jetzt irgendwas mit Playwright drin. Ich prüfe, enthält mein Content irgendwas mit Webseite. Ja, anhand von dem Screenshot würde ich sagen, ja, müsste ja funktionieren. Ja, genau, du sollst nicht so viel verraten, Roland. Genau, also mein Test, den ich geschrieben habe, schlägt offenbar fehl. Das heißt, ich komme vielleicht mit meinen Standard-Tools bei den Tests nicht viel weiter. Ich muss also irgendwas anderes nutzen, womit ich das testen kann. Weil, was hier im Spiel ist, ist JavaScript. Und TestMojo kann nicht mit JavaScript umgehen. Das heißt, irgendwelche Events, die gefeuert werden, die ausgelöst werden, das wird damit nicht abgefangen. Ich kann nicht jetzt irgendwie sagen, wähle mir diesen Radio-Button aus und warte dann, bis dann das JavaScript ausgeführt ist. Das heißt, ich muss mir da irgendwas anderes überlegen. Das ist einfach das JavaScript, was dann diesen Baum lädt. Das heißt, das ist irgendwas Dynamisches. Ja, das Problem, wenn man Webseiten testen möchte, ist ganz einfach, der User sieht nicht unbedingt das, was im HTML zu sehen ist. Das heißt, im HTML sind irgendwelche Diffs oder sowas, die dann ausgeblendet werden. Die Webanwendung nutzen möglicherweise JavaScript, um Elemente einzublenden oder auszublenden. Das heißt, der User hat ein ganz anderes Erlebnis, sieht was ganz anderes als das, was die Webanwendung eigentlich an HTML ausliefert. Oder es gibt irgendwelche Events, die gefeuert werden, die dann irgendwas verändern. Und das ist das Problem, was man dabei hat. Und das möchte man ja aber trotzdem irgendwie testen. Es gibt da verschiedenste Frameworks. Es gibt Selenium, es gibt Playwright, es gibt, was hattest du mir letztens gesagt? Cypress. Es sind so Frameworks, die man da nutzen kann, um solche Webanwendungen zu testen. Selenium habe ich vor vielen Jahren mal verwendet, finde ich persönlich jetzt. Gibt Schöneres. Ich habe dann vor 3-4 Jahren oder sowas habe ich angefangen, Playwright zu nutzen. Damit fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Ist eben ein Tool, um erstmal allgemein Webbrowser zu automatisieren, also ähnlich wie Selenium und ähnliches. Ist in Node.js geschrieben. Ja, ist von der Installation her eigentlich relativ einfach. Es ist von Microsoft entwickelt. Funktioniert mit verschiedenen Browsern. Also man kann Chrome nutzen, man kann Firefox oder weiß gar nicht, was es sonst noch gibt. WebKit, genau. Damit funktioniert es. Funktioniert auch ganz gut. Und damit kann man das dann eben, oder das kann man nutzen, um dann solche automatisierten Tests zu schreiben für Webanwendungen. Oder alle möglichen Automatisierungen von Webanwendungen. Wir sind hier auf dem Perl und Raku Workshop, das heißt, wir brauchen irgendwas. Wir wollen uns nicht mit dem Node.js beschäftigen. JavaScript ist nicht so mein allerliebstes Steckenpferd. Ich schreibe es, wenn ich es muss. Ansonsten bleibe ich lieber bei Perl. Und von daher möchte ich Playwright auch aus Perl heraus benutzen. Es gibt ein Modul. Name ist, glaube ich, recht sprechend, nämlich Playwright. Und das braucht halt eine funktionierende Installation von Playwright, also von dem Node.js-Tool, und dann kann man schon damit loslegen. Ein ganz einfacher Code ist einfach use Playwright, erzeugt ein neues Objekt und sagt in dem Fall, man möchte ein Chromium nutzen. Headless 0 heißt, man sieht auch tatsächlich den Browser. Wenn man dann Test schreibt, dann wird man eher Headless auf 1 setzen, damit der Browser erst gar nicht aufpoppt, und es funktioniert trotzdem alles. Er sagt dann, man möchte eine neue Seite aufrufen. Wohin möchte man wechseln? Perlacademy.de, und sagt dann am Ende wieder Browser Close, und das Ganze funktioniert. Wenn man das ausführt, sieht man dann entsprechend, wie der Browser aufgeht, die URL aufgerufen wird. Und ja, das ist so ein ganz kleiner Einstieg.
Was ganz nett ist, man kann damit Screenshots machen, damit kann man dann eben auch solche Fälle entdecken, wie vorhin mit der kleinen Änderung, dass auf einmal die Überschrift verschwunden war, weil die Schriftfarbe auf weiß gesetzt wurde. Das kann man dann mit Screenshot machen. Man sieht es ein bisschen schlecht, aber man sieht bei dem Screenshot auf der rechten Seite, dann sieht man Scrollbalken. Es deutet darauf hin, dass die Webseite vielleicht ein bisschen länger ist als nur das, was man da sieht. Kann man dann entsprechend auch mit Fullpage sagen, ja, mach mir doch bitte ein Screenshot von der kompletten Seite. Das heißt, das ist das, was der User mit Scrollen alles sehen würde. Ist eigentlich ganz nett, weil man damit die unterschiedlichen Zustände auch einfach mal ein Screenshot von kriegen kann, was man einfach vergleichen kann. Ist das, was der User tatsächlich sieht, was im Browser angezeigt wird, auch das, was ich eigentlich erwarte, was ich möchte, dass der User das dann auch im Browser sieht. Es gibt in Playwright ja die verschiedensten Methoden, was man da machen kann, was man nutzen kann, um eben die Webanwendung zu automatisieren. Mit GoTo kann man eben zu einer bestimmten URL wechseln. Man kann mit Klick, kann man einen CSS-Selektor angeben, dass man einen bestimmten Button klickt. Man kann Eingaben machen. Man bekommt Text, man kann den Inhalt herausfinden, sodass man dann das wieder mit Test-More-Methoden vergleichen kann. Ist auch tatsächlich der Text, der dort erscheint oder der dort in dem Element ist, hat es einen bestimmten Wert. Ich kann mir Attribute holen, ich kann mit Evaluate, kann ich auch selbst JavaScript in der Seite ausführen. Das heißt, ich kann selbst in meinem Test JavaScript-Code schreiben, JavaScript-Funktionen definieren, die dann mit Evaluate entsprechend ausgeführt werden. Manches kann man vielleicht nicht mit Perl erreichen oder man möchte Informationen dynamisch herausziehen und die Webseite bietet aber keine JavaScript-Funktionalitäten, um diese Informationen herauszusuchen. Dann kann man damit eben JavaScript im Kontext von der Webseite ausführen. Ja, man kann einzelne Optionen in einem Dropdown auswählen, Checkboxen setzen, irgendwelche Links anklicken oder irgendwelche Elemente anklicken, womit man dann eben JavaScript-Events feuern lassen kann. Ja, gibt da die unterschiedlichsten Methoden, die Dokumentation zeige ich dann auch gleich noch. Von dem Perl-Modul ist eher sehr, sehr rudimentär. Wenn derjenige oder wenn der Maintainer ein neues Release macht, dann lässt er einfach Perl-Code laufen, was aus der Playwright-Dokumentation den Perl-Code generiert. Das heißt, der programmiert gar nicht so viel selbst, sondern nutzt einfach ein Skript, was ihm die ganzen Informationen rauszieht. Und er referenziert eigentlich auch immer nur auf die Dokumentation von dem Playwright. Das heißt, wenn man das Perl-Modul nutzt, sollte man nebenbei immer die Dokumentation von dem Node.js-Tool offen haben. Ja, genau. Also die Perl.